Ja, da bin ich wieder. Bisschen ungewohnte Perspektive. Ich sitze hier gerade auf dem Boden, während mein Kleiner spielt. Da kann ich die Zeit auch noch nebenbei ein bisschen nutzen und mal wieder ein Video drehen. Im Moment komme ich jetzt nicht ganz so oft dazu, weil er jetzt gerade wieder in so einem Sprung ist. Ist jetzt nicht anstrengend oder so, aber er möchte halt schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit haben und die sei ihm auch gegeben. Das finde ich ist auch ganz besonders wichtig und er lernt viele tolle Dinge, finde ich ganz, ganz süß. Mal gucken, ob ich euch das irgendwann auch mal zeige. Auf jeden Fall geht es jetzt um ein aufgebraucht Mami- und Baby-Video und deswegen denke ich, geht es jetzt, weil das Licht ist es noch relativ früh, ist noch nicht besonders gut, aber ich denke, ihr erkennt mich ganz gut und dann starte ich gleich mal los. Wir fangen mal mit der Mama an. Das Baby gibt es zum Schluss. Wieder aufgebraucht haben wir diesen Monat die Balsam-Taschentücher von DM, diese Soft und Sicher, finde ich immer wieder gut. Kaufe nur die, die anderen sind mir wie gesagt meistens viel zu dünn. Deswegen diese. Dann aufgebraucht zweimal meine Stilleinlagen, die Nuck Classic. Die haben aber jetzt ausgedient, weil einfach mein Milchfluss so viel geworden ist, dass die ums Verrecken, hätte ich jetzt fast gesagt, nicht reichen. Also das waren die letzten. Mehr gibt es davon auch nicht mehr. Die waren gut, die habe ich sehr gemocht, die haben nicht gefusselt, aber ja, sie reichen mir leider nicht mehr aus. Dann weiter aufgebraucht, was ich jeden Monat eigentlich. Meine Nase noch ein bisschen verstopft, Entschuldigung. Aufbrauch ist dieses Wellness in Beauty Meersalzöl Peeling Vitality vom Rossmann. Finde ich super gut. Bisschen viel Öl drin, aber ansonsten, ja gut, das ist ja ein Ölpeeling, ne? Aber es könnte auch ohne dieses Öl nur viel Salz sein. Also mir jetzt lediglich um das Salz, weil ich das gerne für die Füße benutze. Oder Gesundheit. Oder die Innenseite oben von den Oberschenkeln, wo die Haut so ein bisschen aneinander reibt. Setzen sich gerne mal ein bisschen die Poren zu. Das wäre mein Ding. Wenn ihr da eine andere Idee für habt, wäre ich da echt dankbar. Dadurch, dass ich in der Schwangerschaft so viel zugenommen hatte und ja, viel Wasser in den Beinen hatte und das alles so aneinander gerieben hat, haben sich immer ein bisschen die Poren dazu gesetzt und das fand ich halt sehr, sehr unschön. Und deswegen habe ich immer gedacht, naja, dieses Meersalzpeeling tut so ein bisschen desinfizieren, denke ich mal, und ausreinigen. Aber es ist noch nicht die hundertprozentige Lösung. Aber besser als nichts. Dann habe ich hier stellvertretend so eine Lush-Tüte. Das war mein letzter Komforter, den ich hatte. Und ja, ich müsste mir jetzt nicht nochmal neu kaufen. Es gibt mittlerweile so viele, ich sag mal in Anführungsstrichen, günstigere Badezusätze. Gerade diese DM-Bäder. Oder ich habe auch ein paar, ach Gott, diese Haare, ein paar Bäder dabei, die ich Preis-Leistung einfach besser finde. Die mehr riechen, intensiver riechen. Obwohl der Komforter, finde ich, von den Badesachen bei Lush schon so mit am meisten riecht und schäumt und das Wasser einfärbt. Aber ja, ich finde die Sachen Preis-Leistung ist einfach irgendwie nicht gegeben. Natürlich ist das ohne Tierversuche und handgemacht und natürliche Inhaltsstoffe und das ist immer schön. Aber. Aber ich weiß nicht. Ich mag irgendwie noch ein bisschen was anderes von dem Bad haben. Dann aufgebraucht. Leider kriege ich den Rest hier. Das ärgert mich ja immer, wenn ich den nicht hundertprozentig leer kriege. Leer. Ich habe das schon so ausgegossen, weil dieser Spender hier unten, wie man sieht, voll in der Luft hängt und man unten gar nicht alles bis zum Schluss rauskriegt. Finde ich richtig blöd gemacht, weil ja, Sacrotan ist jetzt schon teurer, sage ich jetzt mal, als eine Balea-Handseife. Aber naja, die hat echt gut gerochen, die habe ich sehr gerne gemocht. Aber ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Abwechslung benötigt, deswegen habe ich was anderes geholt. Würde ich aber auch zur Not wiederholen, die finde ich nicht schlecht. Dann aufgebraucht habe ich die DM, das Gesunde Plus Mama-Vitamine. Würde ich mir nie wieder kaufen. Es sind 60 Tabletten, das ist okay. 400, hast du nicht gesehen, Grams Folsäure pro Tagesdosis und so weiter. Alles schön und gut. Die sind jetzt auch nicht so teuer. Aber das sind solche Riesenfatzen und die morgens da. Also, ich nehme meine Tabletten immer morgens, wenn ich Tabletten einnehme. Außer es ist natürlich vom Arzt anders vorgeschrieben. Nehme ich die morgens und boah, das sind solche Kravenzmänner, die habe ich so schlecht runtergekriegt. Manchmal sind die mir im Hals stecken geblieben. Deswegen würde ich die nie, nie wieder kaufen und auch nicht empfehlen. Gut, welche, die jetzt da keine Probleme haben und sich da ganze Eier runterschlucken können, die können die Dinger wahrscheinlich auch problemlos nehmen. Aber boah, nee, viel zu groß, geht gar nicht, würde ich nicht mehr kaufen. Dann aufgebraucht, hat zwar eigentlich jetzt nichts mit Kosmetik oder so zu tun, ist aber aus meiner Apothekenbox, die ich euch vorgestellt habe. Deswegen dachte ich, zeige ich die mal. Und zwar diese Apothekenexklusiv, diese Fruchtsaftbärchen, habe ich mir auch schon wieder nachgekauft, weil man hat ja wie, ich habe bei der Douglas Box of Beauty,
so ein Coupon dabei, wo man dann 10% auf das aus der Box bekommt, die man nachbestellt. Habe ich schon nachbestellt, habe mir meinen Mann weggefuttert, würde ich deswegen also wieder kaufen. Die sind echt gut. Die sind zwar wirklich teurer als jetzt Haribo-Bärchen oder so, aber wirklich super, super lecker. Dann aufgebraucht habe ich hier zweimal Aussie. Und zwar einmal diesen 3-Minute Miracle Reconstructor. Ich war wirklich begeistert davon. Anfangs mehr als die Dose zur Neige ging. Weswegen ich die auch nicht mehr neu gekauft habe. Und zwar anfangs war das, oh, das war schön, das war weich. Aber wenn man diese Kur zum Beispiel in der Badewanne drauf gemacht hat und ein bisschen Wasser dann zwischendrin dran gekommen ist, weil ich habe es aufgetragen, mich dann eingeschäumt und gewaschen und dann komplett den ganzen Körper dann nochmal abgebraust. Und da waren die Haare eigentlich beim Ausspülen, will ich nach einer Kur, dass die Haare weich, geschmeidig, fluffig, glänzend, schmeckt nicht so gut, sind. Und hiernach waren die dann struppig und strohig nach einer Weile. Also anfangs war alles optimal, alles super, aber je leerer diese Packung wurde, umso schlechter war das Ergebnis. Deswegen leider kein Aussie mehr für Mama. Und dasselbe gilt für den Loisches Long Conditioner. Am Anfang war ich wirklich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr begeistert, aber irgendwie fingen mir die Haare immer schneller an nachzufetten. Weswegen Aussie aussteigt. Dann aufgebraucht habe ich das CN Face Gesichtswasser mit Lotus und Seide. Das ist ja aus dem Lidl, das Gesichtswasser für 99 Cent. Fand ich super, hat toll gerochen, hat mir sehr gut gefallen. Gereinigt hat es super, belebend war es bedingt. Kann ich jetzt aber auch nur im Vergleich sagen, weil ich aktuell eins habe, wo ich denke, wuhu, Baby, voll die Frische. Deswegen, auch da leider so gut der Preis und Duft war. Habe ich Besseres gefunden. Etwas teurer, aber das ist egal. Dafür finde ich das Ergebnis einfach schöner. Dann aufgebraucht, was mir immer wieder empfohlen wurde, ist das Rituals Qui Gong Yi Yi Ren und Organic White Lotus dieser Deo Stick. Ich fand den am Anfang wirklich super. Haben wir hier auch wieder das Ding. Der hat sehr angenehm gerochen. Aber das letzte, ich sag mal, Fünftel da drin hat gerochen wie Schweiß im Polyester, Jogginganzug, mehrere Tage immer wieder aufgefrischt, kalter Schweiß. Richtig muffig, pissig, richtig ekelhaft. Ich dachte schon, boah, sag mal, habe ich unterm Arm so geschwitzt, habe das dann benutzt und der Geruch ist an den Deo-Stick. Aber erstens mal wüsste ich, wenn ich so geschwitzt hätte. Zweitens mal würde ich dann nicht mit dem Deo-Roller drüber gehen, sondern mich waschen. Und drittens mal war mir das irgendwie unnatürlich und habe ich noch nie erlebt. Deswegen, sorry, so toll ich das anfangs fand, so schlecht fand ich es auch am Schluss. Deswegen auch kein Rituals Stick mehr oder zumindest nicht der, vielleicht ist ja ein anderer besser. Ich würde jetzt nicht grundsätzlich nein sagen, weil 8, 9 Euro, was er gekostet hat, ist schon okay. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ist mein Tommy Hilfiger immer noch am besten gewesen. Leider, leider. Dann werde ich wohl auch 22, 23 Euro für ein Deo ausgeben müssen, weil es war wirklich bis jetzt das Beste. Dann aufgebraucht mein letzter Sacrotan Samtschaum in cremige Vanille und Orchidee. Fand ich wirklich ganz gut, aber irgendwann ging mir einfach der Geruch so auf die Nüsse. Da waren ja, ich glaube, 3 Düfte gibt es davon, irgendwas mit Beere, Kirsche und dieses. Fand ich das am besten, aber da habe ich mich jetzt auch satt gerochen. Also auch bei sowas brauche ich echt die Abwechslung. Dann habe ich von der lieben Monika den Anayake Ultra Time Mass Mask Anti-Temps bekommen. So eine feuchtigkeitsregulierende Maske, die wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Ich habe ja noch nie was von der Firma gehabt, beziehungsweise ausprobiert. Und den Geruch fand ich angenehm, recht cremig, erinnert mich ein bisschen an Babypuder-Katzenstreu, aber der Vergleich, den lassen wir ja mal sein. Auf jeden Fall war die ganz gut, muss man sagen, wie es ist, aber ich sag mal, würde die jetzt wie eine Balea- oder Rossmann-Maske kosten, wäre es okay. Aber was diese Masken kostet, ich glaube, die war auch so 40, 50 Euro. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Nee, ist es mir nicht wert. Dann aufgebraucht habe ich einen Liter von Thies Shower Gel. Also dieses Duschgel von diesem Parfüm. Ja, hat das irgendeinen Namen? Nee, einfach nur Liter von Thies. Wahrscheinlich ja, einfach das erste Parfüm, was sie rausgebracht hat. Fand ich wirklich ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Das Parfüm, das hatte ich ja und hing mir dann irgendwann übelst zum Hals raus. Aber, ja, Schnupftabak.
Aber das Duschgel fand ich wirklich gut und ich könnte mir ehrlich vorstellen, wenn ich mal absolut Langeweile habe und überhaupt keinen Plan, was ich für ein Duschgel nehmen soll, würde ich das auch mal kaufen. Finde ich echt ganz gut. 75 Milliliter, ja, war schon so im Set. Dann, wie immer aufgebraucht, habe ich meine Ebelin Maxi Wattepads. Ich benutze nur die, finde ich super, immer wieder gern. Habt die auch immer auf Vorrat da. Dann weiter aufgebraucht habe ich einen Victoria's Secret Body Wash, und zwar das Bombshell. Ich weiß ja, dass das sehr, sehr beliebt war und ich dachte so bei meinen Victoria's Secrets Probierereien, probiere ich auch dieses Mal. Ich muss aber ehrlich feststellen, dass alle Sachen, die bis jetzt so als übelst beliebt gelten, ich richtig schlecht finde. Muss man einfach sagen, wie es ist. Hat mir gar nicht gefallen. Ich habe es halt aufgebraucht. Vielleicht war es auch einfach schon nicht mehr das allerneueste, frischeste, aber ja. Das ist so typisch, also das war mir einfach zu süß, war jetzt nicht deutlich blumig oder fruchtig, also irgendwie, was steht denn hier drauf? Purple Passion Fruit, Shangri-La, Peony and Vanilla, oh shit. Klingt echt geil, aber irgendwie die Kombination, die hat es bei mir nicht gebracht, würde ich also auch kein Victoria's Secrets liebe ich, aber kein Bombshell-Gedönse da mehr holen. Dann kommen wir wieder zu dem Thema Badezeugs und das finde ich wirklich viel, viel besser. Zum einen habe ich aufgebraucht Tetesept Sinnenperlen Liebeszauber. Riecht super gut, färbt das Wasser so schön lila und finde ich echt mega geil. Habe ich schon so oft gehabt, würde ich auch immer wieder kaufen. Dann mal wieder ein Wellness and Beauty Badesalz von Rossmann mit Veilchen und Rotklee. Rotklee? Kenne ich gar nicht. Aber hat echt super gut gerochen, so leicht blumig, pudrig, würde ich wieder kaufen. Kostet keine 50 Cent das Zeug, glaube ich. Geil. Richtig supi. Dann aufgebraucht habe ich einen L'Oreal Black Cat Zero Nose Patch. Für die Mitesserchen auf der Nase. Ich habe jetzt nicht viele davon und auch nicht wirklich sichtbar. Aber wenn die Poren schön sauber sind, gefällt mir das am besten. Hier ist das Coole, das Ding ist schwarz. Und klebt wirklich sehr, sehr gut. Ich habe es auch nachbestellt. Irgendwas hapert da mit dieser komischen PayPal-Zahlung. Da steht, wird verarbeitet. Müssen wir mal gucken. Ansonsten bestelle ich es in einem anderen Shop. Auf jeden Fall finde ich das wirklich, wirklich super. Gefällt mir mega toll. Und man sieht halt, okay, die Poren sind schön gereinigt. Und man kann das Ergebnis sehen. Ist jetzt zwar jetzt nicht gerade appetitanregend oder schmackhaft. Aber man sieht auf jeden Fall, da passiert was. Finde ich super. Würde ich immer wieder kaufen. Dann aufgebraucht habe ich hier so eine Roberto Cavalli, Just Cavalli Parfümprobe und ich habe den Geruch ja noch nie gerochen, aber Baby, ich finde den echt super und überlege mir auch das zu kaufen, wenn ich nicht genug Parfüms hätte. Aber das ist echt super und steht auf meiner könnte ich mir kaufen Liste. Dann aufgebraucht eine Probe von Lancôme Genifique Augencreme halt. Sehr, sehr gut. Gefällt mir super gut. Also auch bis jetzt die beste, die ich je probiert habe. Und überlege mir auch, diese zu kaufen. Echt geil. Dann habe ich zweimal aufgebraucht bei meinem, ihr wisst ja, Beckenbodentrainingskugel-Test. Diese Aquakleid-Geschichten. Einmal mit Erdbeericht. Wirklich gut. Und einmal so ein ganz normales. Ich zeige das jetzt nur. Also der Test war, ja. Kann ich euch gerne mal was zu erzählen, wenn euch das interessiert. Dann ein weiterer Nasenstrip von Tony Moly, der Eckpore Nose Pack. Davon war ich jetzt nicht so begeistert. Der hat übelst gefusselt und da ging so von diesem Stoff obendrauf immer so Fussels ab und haben mir tierisch auf der Nase gejuckt. Deswegen, das Ergebnis selber war jetzt nicht so schlecht, aber diese Fussel, die haben mich genervt. Deswegen fand ich das Schwarze schon besser. Das auch noch aus meiner Wohlfühlbox waren diese Magnesium-Dinger, die haben echt lecker geschmeckt. Von der Wirkung, ja, keine Ahnung. Man hat es halt genommen, ob man da jetzt irgendwie eine Wirkung feststellt oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat das besser geschmeckt als diese Magnesium-Brausetabletten, die man so bekommt. Deswegen könnte ich mir unter Umständen vorstellen, das auch zu holen. Schön einfach zu dosieren in so einem Päckchen, genau wie die Tabletten. Finde ich super. Und auch aufgebraucht aus meiner Wohlfühlbox habe ich dieses X-Slim Aktivmahlzeit. Ist ja so eine Muskelmasse erhaltende, Stoffwechsel anregende Ballaststoff und Eiweißgehalt sind hoch. Gedönse, Nahrung. Ja, hat okay geschmeckt, war jetzt nichts Weltbewegendes. Gibt sicherlich Billigeres, das auch hält. Deswegen bräuchte ich das jetzt nicht.
Dann, ja, mehr oder weniger aufgebraucht, habe ich hier so eine Nagelfeile. Das ist jetzt so eine billigen vom Kick oder was gewesen. Absoluter Schrott. Man reibt da einmal über so einen Fingernagel drüber und das Ding kannst du quasi schon bald wegschmeißen, weil es einfach irgendwie sich zusetzt. Ich habe dann so ausgeklopft und keine Ahnung was, aber irgendwie nutzen die sich so schnell ab. Die von Essence, diese gebogene Bananenfeile ist super mega geil. Und ja, das hier ist voller Käse. Nicht zu empfehlen, würde ich mir auch nicht mehr wieder kaufen. Ja, hier ist irgendwie eine Maskenpackung ausgelaufen. Und zwar habe ich hier diese Limited Edition von Balea. Was war das hier? Wisst ihr bestimmt, was das für eine ist. Irgendwie Entspannung, irgendwas Entspannendes oder ich weiß nicht. Ja, die hat ganz okay gerochen, hat mir aber ein bisschen gebrannt, was ich oft bei Balea-Masken habe. Deswegen würde ich die nicht mehr wieder kaufen. Dann aufgebraucht von Hey Mountain ist hier so ein Tütchen. Das lila Badeei von Ostern, jo, war okay, aber ich bin geheilt, sage ich jetzt mal so. Dann weiter auch noch so ein Badeding aufgebraucht. Das ist jetzt, glaube ich, mein vorletztes. Ich glaube, eins habe ich noch. Ist dieses Rhapsody in Blue Badetab brausend. Irgendwelche ätherischen Öle zum Wohlbefinden. Ja, war auch absolut für den Arsch. Würde ich nicht weiterempfehlen und nicht kaufen. Wieder aus meiner Wohlfühlbox ist das Aronia Plus Sport. Also hier so ein Trinkding. Aronia, Saft, Zink, Selen, ja, irgendwas Gesundes. Boah, hat total übel geschmeckt. Ich habe das extra schon im Kühlschrank gehabt und so, habe das dann ausprobiert. Würde ich nicht mehr kaufen. So gesund das sein mag, aber bäh. Das hat richtig schäbig geschmeckt. So richtig, hat mir alles zusammengezogen. Dann habe ich hier, noch eine Packung von den Maxi-Pads. Es waren dann wohl zwei. Ich beeile mich jetzt noch ein bisschen. So langsam wird er ungeduldig. Ja, mit der Mama sind wir jetzt auch fast fertig. Oh, ärgerlich. Irgendwas ist hier ausgelaufen. Ich glaube echt die Maske. Meine ganze Kiste ist versaut. Ja, dann noch aufgebraucht habe ich die Kiehl's Midnight Recovery Eye Cream. Das waren jetzt 15 Milliliter. Auch das Versprechen davon ist richtig geil. Fresher, younger looking eyes by the morning. Ein Scheiß. Ich sah genauso kacke aus wie sonst. Ich meine, klar, was erwartet man von so einer Augencreme? Aber ein Tropfen, hieß es doch so, das Versprechen, als die nur rauskam. Ah, ein Tropfen und wow, man wird frische Augenringe verschwinden und so weiter und so fort. Ein Kack ist verschwunden. Ich sah genauso kacke aus wie vorher. Also ich hasse diese Versprechen und ich finde das mies. Die sollten wirklich nur versprechen, was sie auch halten können. Ich ärgere mich einfach, weil jeder Hans Wurst, sag ich mal, erzählt jetzt hier, boah, da siehst du so und so aus, 15 Jahre jünger, kein Doppelkinn mehr, hast du nicht gesehen. Also ich finde das echt mies. Man fällt ja immer wieder drauf rein. Man weiß zwar intensiv, wenn man so in sich geht, dass das alles Verarsche ist, aber auf der anderen Seite denkt man, naja, vielleicht ist es ja jetzt doch und boah, krieg ich einen Kopf. Nie, nie wieder. Dann aufgebraucht habe ich hier so ein Probentöpfchen, diese Glam Glow, diese schwarze Maske, sau geil. Ich überlege echt, die mir wirklich zu kaufen. Schönes Gefühl, schön erfrischend, wie man dann noch gesehen hat, wie es diesen Talg da rausholt und das Fett aus den Poren. Echt geil. Fand ich super, werde ich mir wahrscheinlich auch kaufen. Dann habe ich hier zwei Proben von Agnes B., diese Duschgels mit diesen Makarons drauf. Einmal dieses Zitronen-Basili. Ja, ich denke jetzt mal, dass es Basili für Basilikum riechen soll, weil an sich der Zitronengeruch war angenehm. Der war so süßlich. Aber ey, das hat gerochen wie so Petersilie oder so drin oder halt Basilikum, ich weiß nicht, ganz gruselig. Puh, nie wieder. Dasselbe gilt für dieses Makaron Vanille. Das hat echt ganz gut gerochen, aber hat auch so einen bissig stechenden Unterton, deswegen puh. Ich bin froh, dass ich die so von meiner lieben Monika ein Schlückchen zum Testen bekommen habe, weil hätte ich es gekauft, hätte ich mir in den Arsch gebissen, weil das Zeug riecht nicht gut. Dann noch ein Duschgel und zwar das Palmolive Naturals Zarte Pflege, Mandel- und Feuchtigkeitsmilch. Super. Palmolive ist immer gut. Ja, doch. Hat echt super gerochen. Schön neutral. Kann auch ein Mann gut benutzen. Schön cremig, mild, leicht pflegen. Finde ich super. Würde ich immer wieder kaufen. Und dann meine letzten zwei Produkte.
Die zeige ich euch gleich zusammen. Und zwar von Bruno Banani, Not for Everybody Woman. Einmal das Duschgel und einmal die Bodylotion. Beides super. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Duschgel selber fand ich nicht so gut. Die Bodylotion, aber kann ich mir echt unter Umständen vorstellen, nochmal zu kaufen. Also gefällt mir echt gut, würde ich mir kaufen. Sagen wir es so. Nicht nur unter Umständen, würde ich mir kaufen. So, jetzt kommen wir noch schnell zu dem kleinen Racker. Aufgebraucht für den kleinen Mister haben wir wieder die Huggies Happies Tücher. Die sind immer im Haus, die sind super, ganz toll, kaufe ich immer wieder. Dasselbe gilt für die Baby Love hygienischen Windelbeutel. Die sind für mich mittlerweile unverzichtbar, finde ich super. Da riecht nichts und gar nichts. Schöne Erfindung, sind auch immer da, kaufe ich auch immer wieder. Dann habe ich die mal von irgendwem geschenkt bekommen, ich weiß es gar nicht mehr. Baby Love, Feuchttücher, sensitiv, der absolute Rotz, die sind furztrocken. Ja. Das ist der Fehler an der Sache, die sind einfach pupstrocken, da geht nichts ab, da nee. Lohnt sich gar nicht, würde ich nicht kaufen. Dann aber aufgebraucht und würde ich immer wieder kaufen, habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Pampers Sensitive Feuchttücher. Die sind super, die liebe ich. Finde ich richtig klasse. 5 Stück sprechen für sich. Finde ich super. Hab aber mittlerweile, da hatte ich irgendwie noch einen Gutschein, der wäre kurz vorm Ablaufen. Deswegen habe ich die mal geholt vom Penaten. Auch super. Werde ich aber im Aufgebraucht-Video was dazu erzählen. Dann aufgebraucht 2 Packungen von der Pampers Active Fit in der Größe 3. Die sind wirklich, wirklich super. Also von Pampers muss ich sagen, wie es ist, schwöre ich auf diese. Und davon haben wir auch eine Packung aufgebraucht. Die New Baby auch in der Größe 3. Das sind so meine 2 Lieblinge von Pampers. Und dann kommen wir zu einer aufgebrauchten Packung, die ich ehrlich gesagt nicht so toll finde. Und zwar sind die aus so einem großen Jumbo-Pack. Das sind die Pampers Baby Dry. Die finde ich wirklich schlecht. Ich habe zwar noch einige davon da und werde mir sicherlich auch noch mal welche holen, da ich noch viele Gutscheine dafür habe. Aber nur für den Tag. Denn nachts sind die mir immer ausgelaufen. Nicht von Urin, das hat alles super geklappt. Aber die sind nicht so elastisch vom Bund her, dass er sich die immer so ein bisschen locker gestrampelt hat und dann dem quasi die Scheiße bis zum Hals gehangen hat. Die ganze Matratze, das ganze Bett, der Schlafsack, der Schlafanzug war immer eingeweicht mit Kacke. Und wenn da nachts mal was passiert und der sich nicht direkt meldet, liegt er da die halbe Nacht in der Scheiße. Und das war echt nicht schön. Also da bin ich wirklich enttäuscht. Das fand ich richtig Mist. Das passiert mir weder bei der New Baby noch bei der Active Fit. Also da ist irgendwie, ist leider nicht so schön. Für tagsüber okay. Aber für nachts nicht. Und dann kommen wir schon zum letzten Produkt, dass er sich da auch nicht weiter mokieren muss. Das letzte Produkt ist die Baby Dream Wickelunterlage. Also die finde ich bis jetzt Baby Love, Baby Dream, alles super. Die sind auch immer im Haus, würde ich immer wieder nachkaufen. Finde ich klasse. Die sind für mich unverzichtbar, weil der so oft wirklich da während dem Wickeln pullert oder kackt und keine Ahnung. Und da wurschelst du die Dinger schnell zusammen, schmeißt sie weg und gut. Ist natürlich jetzt nicht so umweltschonend, sage ich jetzt mal, wie ein Handtuch. Aber das Ding ist halt, gerade wenn ich alleine bin, was ich zu 98% beim Wickeln einfach bin, wenn ich dann das Handtuch wegnehmen muss und die Wickelunterlage unten drunter, die drunter liegt, die abwaschbare abwaschen muss und da wieder neues Handtuch und so, das dauert wirklich lange verhältnismäßig und so nehme ich den kleinen Grad kurz hoch, mit einer Hand kann ich die Wickelunterlage zusammenknuddeln, wegtun, auf Seite schnell eine neue drauflegen, das geht einfach viel schneller. Und wie gesagt, so eine Wickelunterlage, diese Einmal-Wickelunterlagen, ihr merkt, ich verbrauche wirklich wenig davon. Wenn ihr auf die Aufgebraucht-Videos achtet, jetzt im Vergleich zu, was weiß ich, diesen Feuchttüchern oder Pampers. Und da sind ja nur 10 Stück drin. Also ich brauche im Monat nicht mal eine Packung. Diese 10 Stück, die halten mir meistens locker 2 Monate oder so. Also ich muss die nicht oft wechseln. Die halten wirklich lange und bleiben lange sauber. Also
Finde ich, ist okay. So, meine Lieben, ich werde jetzt mich mal hier weiter beschäftigen und würde sagen, ja, 25 Minuten haben wir voll. Das passt ja dann. Wenn ihr Fragen zu einzelnen Produkten habt oder Anregungen, gerade was das Peeling angeht, würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten, bis ganz bald, ihr Süßen. Ciao!